Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Orakel Champions League. Dieses Mal Barcelona gegen Arsenal London. Moin Moin. Soll ich das Rote hier nehmen? Was hast du denn Rot? Oder das? Oder das? Nimm das Rote, nehme ich das hier. Okay. Ja, Barca gegen FC Arsenal haben wir euch wieder mal rausgepickt hier. Wir haben euch mal wieder ein richtiges Sahnestückchen rausgesucht hier. Gestern gab es ja kein Video von uns. Montag, ja, war mal außergewöhnlich, dass man kein Montagsvideo gab. Aber es war auch einfach kein gutes Spiel, ich habe nochmal geguckt so. Beide Liga war irgendwie Bochum. Gegen, ja, konntest vergessen, gegen Kaiserslautern oder so. Ja, echtes Topspiel. Ich habe Iniesta hier, der Zauber. Oh, gegen den Pfosten, ich Bobo. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, Leute. Boah, ich habe gar nicht geguckt, was für ein Keeper habe ich denn jetzt drin. Oh, hoffentlich einen schlechten. Camp Nou, endlich mal wieder ein originalgetreues Stadion. Welchen Keeper habe ich denn drin? Ja, okay, ich habe den falschen Keeper drin. Aber warum? Achso, weil sie in der Dingens stimmt. Ja, weil die da immer wechseln. Naja, jetzt. Was kannst du eigentlich? Eigentlich kann ich gar nichts. Ja, hör auf mit YouTube. Oh! Das könnte direkt Ärger geben. Das könnte noch härter kommen. Kann man sich, okay. Kann man sich ruhig mal eine gelbe für abholen. Ich hatte schon Angst, muss ich ja sagen. Aber in der zweiten eine gelbe, das ist... Ist das Hinspiel, oder? Das ist das Rückspiel. Oh, wir haben Barca hat 2-0 gewonnen. Ah, auswärts auch noch. Hatten wir das nicht auch gespielt sogar? Hatten wir auch gespielt, ja. Ah, der Ivan, Leute, das ist ein guter Schütze, leider. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Oh. Bisschen zu weit nach links. Hab ich den mal direkt gemacht. Mach ich ja sonst nicht so, ne? Ja, das stimmt. Wollte er mich überraschen, aber... Ich bin auch mal für so eine Überraschung. Immer Barcelona, da bist du echt... Das ist heftig, ne? Ich habe ja so ein bisschen negative Schwingung empfunden letztes Mal, als ich hier Arsenal gespielt hatte. Aber gut, das ist Barca, ne? Die haben jetzt auch 2-0 im wirklichen Leben gewonnen quasi. Ich weiß gerade gar nicht, wie hatten wir denn gespielt? 2-1 oder so? Okay. Hast du dich eigentlich sogar noch besser geschlagen als Arsenal? 3-1? Noch 3-1 gewesen. Ja. Klassiker? Yo, der Kumpel. Yo, das ist auch ein Klassiker. Der Phantom, der Opa, ey. Phantom, oh, Özil? Ja. Nicht gegen. Jetzt pass mal auf, was jetzt wieder für klassische Pfostentreffer. Mit Mainz, ey. Super Fernschüsse gehabt. Oh. Ja. Oh, Neymar, was machst du denn da? Na, das war im Abseits leider. Boykott ist einer der schnellsten in... Ein Fisa. Bin echt auf. Der Theo Wilkett. Oh. Ich weiß gar nicht. Arsenal steht doch eigentlich sogar ganz gut da, ne? Im Liga-Betrieb. Ja, aber nicht dafür, dass die halt Meisterschaften spielen wollen. Sind die halt nicht so gut da, aber. Suarez, ey. Barcelona ist so gut wie Meister, ne? Haben die sich schon so abgesetzt gehabt? Ja, das sind 9 Punkte vor Real Madrid oder so. Boah. Aber Real Madrid ist auch nicht Zweiter, die sind nur Dritter. Wer ist denn da noch zwischen? Ja, Atletico. Ah, okay. Mehr Feinde gibt's ja in Spanien nicht. Valencia ist auch noch gut, oder? Ja. Ach komm, ehrlich? Der. Den kann Sergio Busquets so noch mitnehmen. Oh, Mann, der Gelbmensch muss so aufpassen. Der Gelbmensch? Gabriel. Er ist schon eine Auswechslung fällig zur Halbzeit wahrscheinlich. Oh, ich dachte, du wolltest ihn mehr werfen. Na, hab ich schon wieder vergessen, ey. Ja, da muss natürlich noch ein bisschen was von den Londonern kommen jetzt, ne? Ach! Die müssen ja mindestens 2 Tore machen dann. Die müssen 2 Tore machen und dann geht's nur in die Verlängerung. Also das ist schon. Das ist schon heftig. Boah, ja, was anderes, wer Meister ist, Paris ist jetzt schon Meister, ne? Naja, und hast du gehört, dass... Oh, jetzt komm! Was? Abseits ist nicht wahr. Das was? Hast du gehört, wann Zlatan verlängern will? Nee, wann will er verlängern? Er verlängert, wenn den Eiffel... Also, statt dem Eiffelturm eine Statue von ihm in Paris aufstellen. Okay, dann verlängert er jetzt erstmal nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Aber er ist super. Zlatan, ne? Oh, der muss drin sein. Abseits. Wellback. Nee, war ganz knappes Höschen.
Ich hab da Abseits. Was macht er denn? Herr Dank dem Herren. War richtig knapp, guck mal, der da unten hat's aufgehoben. Ah, okay. Haben sie schnell. Bei mir haben sie geschickt umgeschaltet auf die Hintertorkamera. Also, ich hab da die ganze Zeit Abseits gesehen, aber nein. In a minute or so. Gleich spielen wir ja auch noch mit deinem Lieblingsverein, ne? Also ich. Inter? Mhm. Sind doch gar nicht in der Champions League. Nein, Juve. Juve? Gegen Bayern. Gegen Bayern? Boah, da kann man jetzt aber wie? Das ist nicht euer Ernst. Einen guten Schuss. Ja, hat er ja auch, das ist das Problem. Der Bein stellt ihm genau. Da rastet er richtig aus, ne? Aber guck mal, das am Anfang, was war das denn da wieder? Dass da reingeht, dass so ein Ding mal bei mir reingeht, ist ja selten, ne? Rakitic, der ist super. Rakitic, der ist super. Der passt. Der Ivan. Aber was davor abgelaufen ist, das war schon wieder eine Frechheit. Was ist das hier für ein Gestokel? Ja, auf einmal. Ja. Aber Barca ist schon eine dicke Mannschaft, ey. Jo. Wie schnell ist er denn? Ey! War Gerard Piqué. Der hat die Tricks bei Shakira gelernt. Shakira, Shakira. Herr Hübst und Lai. Und Messi habe ich noch nicht so viel gesehen. Spielt er überhaupt? Ah, da shit, wieso? Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sowas frage, ey, dann steht er wieder im Abseits zu mir bei Goro. Nee, ist einfach oben drüber. Shakira. Da hat Suarez keine Chance gegen 3 oder 4 oder wie viele es war. Hätte auch einfach beißen können. Hätte auch ganz böse ausgehen können. Es ist Barca, ey, da kannst du alles machen. Es geht naja, alles das rein. Ist krass, ey. Nee. Jetzt auch mal mit Jordi Alba versuchen, der geht auch mal rein. Oh, da ist er noch heiß! Gerard Piqué! Hat auch bei Shakira gelernt. Einzulochen, ey. 2-1, ich glaube, die Messe ist dann gelesen. Aber Mertesacker liegt noch gut vor. Wir müssten jetzt 3 Tore machen, okay, Leute. Der ist aber auch gut getroffen, der Gerard Piqué, ne? Manche Leute erkennst du echt definitiv wieder. Ja, erst kommt Arsenal gut raus und dann... Naja, ich meine, ich war auch selber schuld. Ich hätte ja eigentlich schon das zweite machen können. War ja nicht so abwegig. Nee, auf keinen Fall. Wie er da alleine aufs Tor zugerannt ist, ey. Oh, den trifft er nicht richtig. Hätte sonst schon wieder ganz anders aussehen können. Bin so ein bisschen enttäuscht, weil ich Messi kaum spiele. Gehst du irgendwie nicht über die linke Seite halt? Nee. Ah! Deine Torhüter sind super immer. Sommer. Sommer hat gewechselt zu Barca. Jetzt spielt er auch bei Marsa. Bei Marsa. 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 Marsa auf Gott. Oh, oh, oh. Wie der den Ball auch mitnimmt, Messi. Ne? Ja. Der läuft auch 80 Schritte. Physikalisch unmöglich, ey. Das ist wirklich... Jetzt macht Messi den Angriff, ey. Schlechter geht's aber gar nicht. Das ist eine verschwendete Ballkunst. Ah, da ist er wieder durch. Wellback, komm, bleib doch an dem Ball. Was macht er denn? Oh. Den hat er Beißer. Da beißt er sich durch, Leute. Hat er so vom Trainer die Anweisung gekriegt, er einfach viel zu wörtlich genommen. Das ist durchgebissen und dann, oh, der Bravo, ey. Unbegründet, Bravo, aber auch aufgestellt, muss man dazu sagen. Unbegründet. Aber top Reflex, war ey. Überhaupt noch dran? Ja, ja, mit dem Ellbogen. Mit dem Ellbogen, ja. Oh, Glückwunsch. Oh, der Typ, der die Gelbe hat. Mertesacker nicht. Okay, pfeift doch, danke.
Okay, zum Schluss wurde es noch ein bisschen spannend wieder. Ja, aber Arsenal muss jetzt alles nach vorne schmeißen, ganz ehrlich. Oh, 59 zu 41. Ja, das ist krass. Oh, wann hatte ich denn mit 9 Schüsse, ey? Ja, doch, du hast schon gut draufgeballert. Hab ich echt? Ja, geht ja, schon Messi, in Ordnung. Messi hat eine 69. Hashtag Pornös, wie ich unter der Stelle. Was hat der? Eine 69. Messi? Eine 96. Ich wollte schon sagen, also. In der 69. Ich gab jetzt einen Downrank bei FIFA. Jetzt ist so 10 ist so normal, jetzt Standardwert. Wie, was meinst du? 10? Achso. Es gibt ja eh keine Spieler mit 10 oder 20. Haben die gesagt, können wir genauso gut alles runterranken. Ist eigentlich auch so, ne? Die schlechtesten haben 50 oder so. Ja. Camp Nou, ey. Warst du ich mal, kann nichts machen. Du warst noch nicht da, oder? Nee. Was soll ich denn da? Wenn du ganz oben bist, kannst du nichts sehen. Kannst genauso gut. Wenn du oben bist, kannst du bis nach Bayern gucken. Ne? Nur nicht das Spielfeld. Warum spielt Schäfer? Viele Leute passen da rein. Ins Camp Nou? Keine Ahnung. Egal, was ich sagen würde, jetzt nicht wirklich vertun, glaube ich. Ah, zu weit auf die Außen dann leider. Aber wie gesagt, wenn du da ganz oben drin bist, dann kannst du nichts sehen. Kannst du vom Spielfeld echt nichts sehen. Wann warst du da denn? War ich noch im Gymnasium, waren wir auf Klassenfahrt in Barcelona. Achso. Welches Spiel habt ihr denn da geguckt? Die haben da, Barca hat gegen so eine kleine Mannschaft gespielt. Die haben auch 4-0 gewonnen, also das war schon. Und du saßt da ganz oben, oder wie? Nee, wir waren nicht ganz oben, wir waren irgendwo in der Mitte. Boah, Arsenal, ihr kriegt den Arsch überhaupt nicht mehr raus, wa? Barca spielt das jetzt hier gut zu Ende. Ja, ist auch so. Kann man auch ruhig nochmal Messi kommen hier. Kann auch ruhig nochmal ins Doubling gehen. Kann auch ruhig nochmal abschließen. Boah, guck mal, einfach aus der Drehung, ne? Neymar. Ich meine, hat Messi den rausgeballert. Ärgert sich jetzt an. Das ist mit Girard Piqué. Das ist traurig. Warum? Kein drittes Ding, ne? Kann Barca auch schon ruhig mal selbstkritisch sein jetzt. Genug Chancen und Ballbesitz haben sie, ja. Ich spiele halt gerne Tiki-Taka, weißt du? Tiki-Taka. Im Einwurf bieten sich halt immer noch genauso viele an wie irgendwie. Alter, was macht Neymar da? Und der behält den Ball auch noch, das ist eine Frechheit, ne? Boah! Yo, Messi, was machst du denn? War Alter? Knapp. Oh. Wie lange auch den Ball hatte Neymar, ne? Ja, das ist krass. Hast ihn noch einfach nicht vom Ball getrennt gekriegt. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Tor hier für mich. Yo, Mertesacker, du bist ja eine richtige Bombe, ey. Ich wage mal eine Prognose zu machen. In der Champions League ist Chelsea ja schon raus. Arsenal wird wahrscheinlich auch rausfliegen. Dann ist nur Manchester City, die weiterkommen. Wisst ihr, englische Liga ist die beste. Ja, aber wer also sagt denn das? Das sagen die selbst, oder wie? Ja. Und sagt ja jede Liga über sich selbst. Aber die Spieler sagen das auch. Deswegen wechseln die alle nach England. Ja, das sagen die bestimmt, weil die halt da das beste Geld kriegen. Wahrscheinlich. Oh nein, zu doll. Hab ich auch schon mal besser gesehen. Ruhige sehen und sterben. Der Champions League Finale ist dieses Jahr in Mailand. Oh! Wattenbock. Das darf nicht passieren im Strafraum, dass der Suarez da so rankommt. Ich weiß auch nicht, was mein Verteidiger da gemacht hat. Hat den Ball und dann... Zu weit vorgelegt hat er sich den. Ja. So ein Honk, ey. Macht Suarez noch seine Bude, ey, der Beiße. Stürmer auswechseln bringt nichts, weil am Stürmer liegt's halt nicht. Der hat eigentlich sich gute Sachen rausgespielt. Özil und Welbeck machen einen guten Job. Es sind hier Verteidiger, die absolut Murks ist bei dir gerade. Mittelfeld vielleicht, ja. Der letzte Ticken fehlt. Ach guck, das ist krass, ey.
Jetzt läuft halt Messi oben. Messi. Sehe ich auch, Leute. Flankt auch mal rein. Hier, Neymar kann sich jetzt mal... Der muss heute noch eine Bude machen. Ein gutes Spiel. Oh. Ja, ein Bock hier von Barcelona. Lass ihn noch nicht zum Schuss. Ist es dann... Ah, kommt wieder keiner dran. Was? Ich kann ihn da in die Hose gucken. Hat er sich aber gut durchgedrillt. Wieder eine Einzelleistung, weißt du? Das ist... War auch weit, Alexis. Alexis Sanchez. Normalerweise muss ich wechseln. Ich kann nicht wechseln. Ich habe nichts eigentlich so, was ich... Wer spielt hier alles beim... Kennt man ja alle gar nicht. Neymar ist... Ja, er muss raus. Das ist Neymar so. Ist fertig. Was soll ich machen? Neymar raus mit ihm? Ist der beste Mann heute auf dem Platz. Ich glaube, Piqué ist der beste Mann auf dem Platz gerade. Ich habe keinen anderen rechten Verteidiger, was soll ich machen? Keine Ahnung. Lass mal so mal. So, ich ändere auch ein bisschen was. Dann nochmal die Taktik ändern. Oh! Der Turan, der ist gut, ey. Den finde ich echt super. Ja. Dafür Iniesta raus. Giroud. Vielleicht ändern wir ja noch was, Leute. Unentschieden wäre zwar unverdient, aber hey, ihr kennt FIFA. Das sind die FIFA-Regeln. Ich habe sie nicht gemacht. Ich bin nur die ausführende Kraft. Spielen wir das hier langsam runter und dann, ja. Verlieren wir den Ball mal eben. Haben ja nur Suarez hier gegen uns. Was soll schon passieren? Gabriel ist immer noch drin. Ja, ich muss ihn aber drin lassen eigentlich. Ich habe keinen vernünftigen Verteidiger auf der Bank. Alexis! Oh! Wie der sich da Claudio wieder Bravo, ey. Hingebackt hat. Mertesacker, der... Ah, shit! Der war ja nicht gut. Muss ich riskieren. Mertesacker hat viele Böcke drin heute, ne? Mhm. Verteidigung steht generell nicht so stabil, wie man sich das wünscht. Vor allem nicht gegen den Mönchen von Barca, kriegt er nicht mehr. Oh, das ist traurig. Ah, da haut er ihn weg. Keinen Sinn mehr, sagt der Goro. Ich muss den hinten nur rauskriegen. Oh. Boah, wenn Giroud jetzt hier gestochen hätte, ne? Nein, nicht jetzt ein Leck. Kabel gezogen. Brand? Bitte komm, ja. Bitte komm was. Bitte komm, dass es weitergeht. Das Problem ist, wenn es jetzt gleich weitergeht, rennt meiner voll vorbei. Ich wusste es. Ich hab's schon kommen sehen. Du wusstest doch, in welche Richtung ich gehe, oder nicht? Ich hab's mir gedacht, aber... Egal. Ist alles easy. Bitte komm, ein großer Vogel. Oh, Goro hat mich geschubst, ey. Freistoß. War dein großer Vogel. Abseits. Bitte kommen. Kennst du das nicht bei Worms? Ja, da war bitte kommen, großer Vogel. Oh Mann, ich schaff's nicht mehr, Leute. Na, nicht so cool. Und da oben geht er noch. Oh, bravo. Dos minutos, das ist 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, habe ich auch verstanden. Giro! Baby, das ist nicht wahr! Barcelona im Glück hier, ey. Giroud nochmal jetzt, Leute! Leute, er will's... Nein, das war noch nichts. Ich hab... Oh! Am Ende haben sie noch was gegeben, aber wenn das ganze Spiel über nichts kommt, kannst du halt auch nicht dich darauf verlassen, ne? 3-2. Zum Schluss, also ich kann mit dem... Ausgang zufrieden sein, denke ich. Die Leistung war nicht gut von mir. Ich glaube auch. Also 2 Tore bei dem Spielanteil ist, glaube ich, noch. Oh. Dass ich dir nur 3 eingeschenkt habe, ist auch noch. Ja, da war mehr Luft auf jeden Fall. Am Anfang direkt die gelbe erste Aktion von mir. Neymar war heute bester Spieler, finde ich. Neymar, ja, Messi ist ein bisschen blass gewesen. Messi? Puh. Krasses Match, Leute. Was glaubt ihr, wie wir jetzt morgen ausgehen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.